Was würden Sie tun? Kurzes Szenario. Sie sind auf einem Segeltrip, irgendwo auf dem Atlantik, auf dem Weg zu einer paradiesischen Insel. Sie haben ein kleines Segelboot, 12, 11 Meter. Und aus heiterem Himmel stoßen Sie auf einmal auf ein Flüchtlingsboot mit 150 Menschen in Seenot. Was machen Sie? Sie können nicht alle retten. Ihr Boot ist 11 Meter groß, da passen nicht alle drauf. Sie würden sich selber in Gefahr bringen. Die Küstenwache sagt Ihnen das auch. Also was machen Sie? Ich kann es Ihnen auch nicht beantworten. Und das ist das Szenario, das in dem Film Styx beschrieben wird von Wolfgang Fischer. Und ich habe den Regisseur getroffen und ich habe ihn die gleiche Frage gefragt. Wie geht man mit diesem Dilemma um? Und zu so einem richtigen Ergebnis sind wir beide nicht gekommen. Und das ist auch ein bisschen unfair dem Film gegenüber, weil eigentlich wollte der Regisseur einen Abenteuerfilm machen. Und das ist Styx auch. Aber dieses große Fragezeichen überstrahlt einfach alles. Jetzt erst die Filmkritik und dann das Interview. Ein Retter bringt sich nicht in Gefahr, ist ein Satz, den man im Erste-Hilfe-Kurs lernt. Rieke ist Notärztin und blickt Gefahren täglich ins Auge. Und liebt auch in ihrer Freizeit das Risiko, in das sie sich gerne begibt, aber geplant und mit Sicherung. Alleine mit einer gut ausgestatteten Yacht will sie von Gibraltar bis in den südlichen Atlantik segeln. Wolfgang Fischer inszeniert Styx mit der physisch sehr präsenten Susanne Wolf als Abenteuerfilm. Und obwohl der Film zwangsweise bei einer Alleinseglerin als Protagonistin über weite Strecken dialogfrei ist, packt er einen mit seinen starken Bildern, denen man anmerkt, dass sie fast alle auf hoher See gedreht wurden. Rieke gerät in einen schweren Sturm, nach deren Ende sie auf ein havariertes Flüchtlingsboot trifft, dem sie aber kaum helfen kann, ohne sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Unknown vessel, this is Asa Gray speaking. Do you read me? Verify your identity. Over. Wolfgang Fischers Styx bringt uns stellvertretend in die moralische Zwicklage, in der Europa im Umgang mit Migration steckt. Rieke will helfen, ist aber überfordert durch die Situation und Hilfe von außen scheint schwer zu bekommen. Styx ist ja... Was ist das? Was bedeutet der Titel? Hat er eine Bedeutung? Ja, Styx kommt aus der griechischen Mythologie. Okay. Es ist der Totenfluss. Ja. Der Fluss, der das Reich der Lebenden von den Toten trennt. Mhm. Diese Welt hat mich halt sehr interessiert und diese Trennung Styx zwischen der Welt der Menschen auf der Flucht und unserer Welt. Der Titel hat sich sehr gut angeboten dafür, ja, für den Film. Die Frage, die als erstes aufkam, war so Eigenschutz vor fremder Hilfe. Ich meine, die Protagonistin ist Ärztin. Ja. Dazu ist sie in der Funktion als Ärztin natürlich auch verpflichtet zu helfen. Aber wie löst man das Dilemma? Also, ja, das ist die Millionen-Euro-Frage. Ja, ich finde es ja auch immer wichtig, Filme zu machen, die eher Fragen aufwerfen, als Fragen zu beantworten. Und auch wenn wir die Susanne oder unsere Hauptdarstellerin sehen, sie wird eingeführt als Ärztin, sie ist eine professionelle Helferin. Ja. Sie hat den hippokratischen Eid geschworen. Ja. Und sie muss helfen und das ist ihr persönliches Dilemma. Aber wie kann sie das machen? Und das ist ja auch die Frage, die uns beschäftigt. Was können wir denn tun? Was passiert denn in dieser Welt, in der wir leben? Was haben wir für eine Möglichkeit, da einzuwirken? Und das ist natürlich... Es zwingt einen niemand, auf das Schiff zu steigen. Und das ist eine unfassbar gefährliche Situation. Wenn man vergewaltigt wird, wenn man die Familie verliert, wenn man seine Familie nicht mehr ernähren kann, weil Fischgründe nicht mehr existent sind, da gibt es ja schon eine Not. Also kein Mensch würde freiwillig aus Afrika nach Europa gehen. Keiner will das. Wenn man das irgendwie vielleicht einen Vergleich findet, also wenn man ins brennende Haus rennt, kann man nicht die Feuerwehr zwingen, hinterherzulaufen. Also ich verstehe absolut die emotionalen Motive. Mhm. Aber... Schwierig. Ja, auf jeden Fall. Und das ist die Millionen-Euro-Frage. Wie gehen wir damit um? Aber es kann nicht so weitergehen. Und es kann nicht sein, dass wir diese Menschen einfach verrecken lassen. Was hättest du in der Situation gemacht? Kannst du darauf eine Antwort geben? Ich kann das nicht. Ich glaube, das ist schwierig, sich in so eine Situation zu versetzen. Und man muss, glaube ich, wirklich in dieser Situation sein, um Entscheidungen zu treffen.
Aber ich habe auch viele Segler einfach auch gefragt, denen ist ein ähnliches, die kamen in eine ähnliche Situation und die haben ihre Positionslichter ausgeschalten und sind weggefahren. Das kann ich auch verstehen. Ja. Und der Film thematisiert einfach die Frage, wer sind wir, wer wollen wir sein oder wer müssen wir sein? Ist es sehr komplex, es ist keine Schwarz-Weiß-Malerei, es gibt Grauzonen und extrem viele Grauzonen. Und das war uns auch ein Anliegen, das zu zeigen. Ja. Ein sehr spannender Film auf jeden Fall. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Film und für das Interview. Ja. Und jetzt noch viel Spaß auf dem Festival in Emden. Dankeschön.